Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Sky. Mit dabei ist natürlich der gute alte Zombie. Hallo. Hallo Zombie und natürlich der famose Mautadro. Hallo. Meine Damen und Herren, ich muss euch am heutigen Tag etwas gestehen. Und zwar habe ich... Was ist denn da los? Was Unsichtbares. Hast du neue Freunde, Mautadro? Ja, das ist mein... Ich habe mir einen Geist gemacht. Wollen wir mit dem Rapier einfach... Nein, Paluten! Ja, da war ein Geist! Ich dachte, das wäre irgendwas! Irgendwie ein Zauber oder so! Ups! Hattet ihr einen Plan oder was? Nö, hatte ich nicht, aber der hat hier Plattform aufgestellt. Da ist er! Hallo! Hallo! Was war das hier für eine Attacke, Alter? Das war eine ganz geheime Attacke. die war vielleicht doch nicht ganz so geheim, Alter, mit deinem Schraubenschlüssel, der hier durch die Gegend geflogen ist. Ich hab's beim Mautadro vorhin auch schon gemacht. Der hat dann auch kurz mal geguckt, was ist denn da los? Alter, ich kann hier ein bisschen hochfliegen. So, meine Damen und Herren, ich wollte euch etwas gestehen. Das war ganz witzig, muss ich sagen. Ich hab gut gelacht. Ja, ja, Mautadro, der ist ja auch manchmal ein bisschen verwirrt. Ja, ich bin halt auch einfach ein Trottel. Nein, du bist kein Trottel. Ja, doch. Oh Gott, Alter, da hat er ein bisschen den Dämon rausgelassen. Denn Mautadro hat hier ein paar Sachen weggesprengt. Das ist aber kein Problem, weil das war ein Creeper. Ich musste ganz kurz aufstoßen. Ich hatte eben gerade ein bisschen Wasser getrunken. So, jetzt muss ich mal endlich zum Punkt kommen. Und zwar, meine Damen und Herren, die heutige Folge, ich habe nicht so viel vorbereitet. Aber als kleine Entschädigung gibt es heute um 19 Uhr. Heute. Also direkt, wenn ihr das Video seht, heute 19 Uhr, einen Minecraft Sky Livestream. Da werden wir ein bisschen was machen. Vielleicht zocken wir im späteren Verlauf nochmal ein bisschen Minigames-Stissel. Also kommt auf Twitch vorbei, www.twitch.tv/paluten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es hier auch nochmal eine Einblendung. Und ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, Leute. Ihr könnt einfach auf eurem Handy die Adresse eingeben, beziehungsweise einfach den Link anklicken. Ihr braucht da keine App, das ist komplett kostenlos. Also es gibt auch eine App, aber das ist wie gesagt alles kostenlos. Ihr könnt da einfach ein bisschen zugucken. Die App ist auch kostenlos und die funktioniert. Ja. Und die funktioniert. That's crazy. Also, weil ich hatte irgendwann mal in den Kommentaren gelesen, ich kann das nicht gucken, weil das kostet. Da ich mir so, nee, Twitch kostet nichts, wenn man irgendwie da subscriben will für so Twitch-Emotes. Ja, das habe ich aber auch schon häufiger gelesen. Ich habe kein Twitch. Ja, da dachte ich mir auch so, das ist einfach eine Webseite, Leute. Ja, genau, das ist nichts, was ihr euch auf den Arm tätowieren müsst. So, nichtsdestotrotz haben wir aber trotzdem noch mal ein bisschen was hier auf dem Zettel. Und zwar einerseits geht es immer noch darum, ich meine, Edgar hat jetzt Pinky. Das ist momentan noch der Work-in-Progress-Name. Aber der braucht trotzdem noch mal den einen oder anderen Kokon. Denn Mautadro, du hast genügend Seelen, hast du bereits gecatcht, ne? Ja, ich hab, oh Gott. Hab Seelen. Da vorne hat eine Hexenseele könnte ich tatsächlich noch gebrauchen für später. Okay, das wäre nicht schlecht. Ich kann mal kurz eine suchen. Ja, wir können ja mal. Craftest du kurz ein paar Kokons? Okay. Okay, mache ich. Falls wir das Zeug dafür haben, dann kann ich. Ja, man braucht ja nur Strings. Ja, wie viele brauchst du denn? Ja, so 4, 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Also, das wäre praktisch, wenn wir da so viele Kokons machen könnten. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir hier in der Richtung... Hast du mir gerade gegeben? Ja. Oh, danke schön. Ja, warte, dann machen wir... Die Herzen machen wir auch gleich noch. Die habe ich nämlich geklaut. Bin nämlich ein kleiner Schlawiner. Was macht Zombie gerade? Ich räume meine Kisten um. Ach so, du bist Vorbild. Was für Herzen hast du geklaut? Solche roten Herzen? Nein. Okay, dann kannst du alle haben. Ich will nur anmerken, dass ich bisher 3 rote Herzen habe. Ach, okay, ja, dann kriegt sie. Ach, Mann, dann fliegt sie. Nein, lass sie ihm nehmen. Ich hab da was. Oh? Ja, nee, Paluten. Du okay, hast Paluten. Alle geklaut. Riech ich Loot? Nee, hier gibt's kein Loot. Besseren Loot als die Herzen? Nee, was hast du denn? Du hast dein Geschenk nicht mal genommen, Paluten. Welche? Ach so, stimmt, das habe ich vergessen. Sorry, ich laufe gerade hier. Paluten, wie gesagt, es ist halt alles ein bisschen verplant. Ja. Aber es gibt als Entschädigung... Ja, Zombie hat mir ein shiny Rapier gecraftet. Ja. Der ist mega cool. Kann ich den... Tötet der mit einem Schlag? Also er macht 20 Damage, aber es haben ja alle extra Herzen, das ist die Sache. Also ich sollte nicht mit einem Schlag sterben.
Ja, ich habe noch drei Herzen. Nicht. Genau meine drei extra Herzen haben mich gerettet. Krass. Ja. Apropos extra Herzen, ich wollte heute eine ganz, ganz wichtige Sache mit euch testen. Und zwar wollte ich mir den goldenen Lorbeerkranz noch einmal craften und dann eben gucken, inwiefern der mich tatsächlich vor dem Tode bewahrt. Dazu brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen Eichenlaub und so wie ich Maudado kenne. Hey, Paluten, guck mal. Was denn? Da liegt einer. Ach, du hast den noch? Ich hab den nicht verbraucht, als würde ich sterben. Also, sorry. Ich hab das bloß bei deinem Kopf nicht mehr gesehen. Ich hätte ihn gerade ausgezogen. Ach so. Am Anfang der Folge hatte ich den noch an. Okay, ich hab momentan sowieso nur 9 Level. Deshalb, Zombie, töte mich. Oh, aua. 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 Alter, das geht ja sogar recht schnell. Lol, das ist wieder voll. Dein goldener Lorbeerkranz zersplittert, als er dich vor dem Tod rettete. Alter, das ist mega nice. Dann crafte ich mir einfach ein paar Lorbeerkränze, wenn es zu Kämpfen kommt. Und dann überlebe ich. Das ist perfekt. Ja. Aber ich glaube... Musst du die aufziehen? Oder? Oh, ja, ja. Ja, genau, die kann ja, ich uns... Aber dann hast du halt weniger Rüstung dadurch. Nein, die sind ein Amulett. Genau, der Amulett-Slot. Und da habe ich nur das, dass ich nicht angezündet werden kann. Und das ist jetzt nicht so der heißeste Schlüssel. Dementsprechend. Blätter? Ja, ich hab hier 64 Stück. Oh, okay. Ich mache uns eine ganze fette Ladung. Wartet. Modano, wolltest du mir irgendwas geben eigentlich? Oder was wolltest du vorhin sagen? Nee, später. Ich hab's noch nicht gemacht, deswegen... Gold. Okay, später. So, zack. Machen wir hier mal... Lorbeer. Lu... Hä, wie wird denn der auf einmal geschrieben? Nur mit einem R? Ach ja, tatsächlich. Da wird mit zwei da drauf gehauen. So, einmal zackig, knackig. Dann können wir den direkt da reinsetzen. Und dann... Zack! Oh, jetzt habe ich aber ganz, ganz viele hier. Freunde, ich habe Lorbeerkränze für alle gemacht. Heißt, wir können nicht mehr sterben? Bitte sehr. Zwei für Maudado. Obwohl, warte, du kriegst noch einen. Zombie kriegt auch noch einen. Und dann hat jeder von uns drei Stück. Das ist perfekt. Geil. Ich wollte das hässliche Ding eigentlich nicht mehr auf dem Kopf haben, aber danke. Kann man die vielleicht auch unsichtbar machen mit der Phantom-Ink? Gute Frage. Wir haben doch bestimmt hier noch Phantom-Ink drin. Nee, ich glaube, da musst du welches neue erstellen. Hatte ich noch mal Zeug davon. Nämlich ein Fläschchen hatte ich von dir noch in irgendeiner Weise übrig. Ich weiß auch nicht, was das war. Das war hier im Lagersystem, das habe ich aber verbraucht. Achso, okay. Zombie, hast du eigentlich schon mal den Grabak anprobiert, um deine Waffe zu vergeilern? Was für ein Ding? Ja, ich habe so einen Grabak. Warte. Hier. Ein Grabak. Ach so, ein Shader. Ja, das ist der Grabak. Ich nenne ihn. Das ist der Tweedy-Shader. Oh. Warte, auf welche Waffe soll ich den packen? Weiß ich nicht. Auf eine, die cool ist. Auf einen Flammenwerfer, okay. Oh, ich mein Flammenwerfer. Da. So, dann gehen wir hier an den Tisch. Oh, jetzt bin ich. Dann tun wir den anderen raus und dann tun wir den Twilight rein. Alter! Ganz schön bunt. Der sieht ziemlich fresh aus. Wo seid ihr gerade? Bei Zombie auf seiner Schaluppe. Schaluppe? Ja, das ist eine Schaluppe. Das ist mein majestätisches Schiff. Ink. Damit könnt ihr es echt meine Galeone. Nehmt das! Guck mal, das verändert sich sogar. Was verändert sich? Der Schleim. Also das ist jetzt so Schleim. Siehst du das? Hä? Nein, das ist da reingefüllt. Das ist ein Chemiewerfer. Ach, der wirft so. Alles. Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, Phantom Ink. Einfach zusammencraften? Ja. Oder was? Und dann ist unsichtbar. Zeit. Ach, und das Tor müssen wir ja auch noch fertig machen, Paluten. Stimmt! Das Tor! Das, genau, da können wir eigentlich rein theoretisch mal hinhasseln. Schaffen wir das noch? Ich weiß es nicht. Vor allem habe ich jetzt auch die Pisten und alles nicht dabei. Ich weiß nur, dass der Bergmann schon richtig verwirrt war. Warum? Ja, weil da plötzlich ein Tor war und er nicht wegkam. Ja, aber der kann sich doch nur falls... Er ist ja dann durchgekommen, aber... Aber wie hat er das geschafft? Hat er sich drum gebaut oder was? Da ist ein Loch drin. Der hatte einfach... Was? Kann er doch nicht einfach ein Loch reinmachen? Das ist skandalös. Übrigens, was wir heute im Livestream so machen werden. Einerseits werden wir natürlich vielleicht mal zu dem ein oder anderen Grundstück gehen. Mal gucken, wer zu der Zeit alles so da ist. Und dann möchte ich mich so ein bisschen auch um mein Grundstück generell kümmern. Ich möchte mein Freedom House mal ein bisschen verschönern. Zudem werde ich auf jeden Fall da hinten die Plattform ein wenig umbauen. Denn ich muss dazu noch den Rod of the Highlands craften. Das werden wir dann... Das wird so ein Chili-Milli-Sky-Stream, wo wir so ein bisschen Progress machen. Ich unterhalte mich mit den Leuten, Alter. Vielleicht ein paar Fragen aus dem Chat klären, die noch so vielleicht da sind.
Und ja, da hab ich einfach Bock. Also wirklich was ganz Gemütliches. Wo ich dann zum Beispiel die Zombie mal ein bisschen haue oder so. So, warte mal. Nicht weinen, das tut mir leid. Oh, hast du mich gerade mit deinem Cleaver gefangen? Warte, der Cleaver ist aber schwächer, ne? Um 5 Schaden echt? Weniger als der Rapier. Okay. Das ist Ding. Oh, du wärst gestorben. Sorry, Zombie. Natürlich, ich bin nackt. WTF. Bitte sehr. Es tut mir... Ah, Hilfe. Lass mich. Dann wird er mich einfach umbringen. Ich wollte dich nicht umbringen. Ich wusste nicht, was du meinst. Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn ich mein Schwert in den nackten Mann einschlag. Es hätte ja sein können, dass du deine Rüstung unsichtbar gemacht hast, Zombie. Das geht nicht, das ist keine Botania-Rüstung. Auch eine kurze Frage an euch. Was sollen wir mit Pinky genau machen? Oh Gott, ich bin ja tatsächlich fast tot. Opfern. Für Edgar. Was? Wieso soll ich Pinky opfern? Natürlich, damit Edgar zufrieden ist. Damit wir nicht den Zorn Edgars erwecken. Nein! Toll, es donnert schon! Edgar ist wütend! Nein, Edgar ist nicht wütend! Edgar hat mit Pinky einen super Freund. Hallo, Pinky! Pinky überhaupt noch da? Ja. Ja, Pinky chillt hier. Nee, Edgar hat ihn gegessen. Dass die Leute einfach auf unsere schöne Insel... Guck mal, da vorne schleicht er doch schon wieder längs! Mann, dass du wegkommst! War nur Spaß! War nicht böse gemeint. Ich sag nur unheimlich gern, mach, dass du wegkommst. Okay, danke. Ich hab dich im Auge, Alter. Dein verschmitztes Grinsen wird uns noch um Kopf und Kragen bringen. Wo läuft er hin? Da hinten, zu seiner Farm. Jetzt bleibt er stehen. Was macht er da drüben? Ich folge ihm mal ganz kurz. Nicht, dass er da irgendwie Schweine in irgendeiner Weise domestiziert. Okay, wir beobachten das Ganze, meine Damen und Herren. Ich mal ganz kurz meine Gange aufnimmt. Weißt du, Paluten, was mich aber richtig stört? Was denn? Dieses blöde Gewitter die ganze Zeit. Ja, das sind die Buddies! Die haben so ein Gerät aufgestellt. Nee, das sind die tatsächlich. Tu doch was dagegen. Ja, weiß ich nicht. Doch, ich kann was dagegen tun. Ohne Witz. Und was? Ja, nee, es gibt, das habe ich nämlich nachgeguckt. Warte, hier ist er, der Terro-Terro-Bosu. Und zwar kann dieser Terro-Terro-Bosu Rain or Snowstorms will last shorter. Also der wird auf jeden Fall die Zeit verringern, in der es irgendwie so Regen- oder Schneestürme gibt. Also rein theoretisch müsste der doch auch so Blitze und den ganzen Kram überschreiben können, oder nicht? Ja, können wir nicht einfach das Übel an der Quelle bekämpfen? Du meinst es... Nee, wir können das ja nicht einfach bei denen zerstören. Wir müssen es mit Magie machen, Maudado. Mit Magie. Dazu... Oh Gott, da ist mir gerade die Stimme weggeblieben. Dazu brauchen wir allerdings eine Sonnenblume. Und ich hatte das Gefühl, wir haben keine Sonnenblume, oder? Ich gehe mal ganz kurz hier vorne into the middle. Moin, moin. Moinsen, Alter. Hier vorne ist ja auch ein Creeper. Meine Stimme verschwindet. Alter, was ist denn hier passiert? Oh, Paluten macht den Manu. Ja, genau. Jetzt ist sie auch irgendwann weg. Hier auch überall Monster rum. Und was ist tatsächlich mit meiner Stimme los? Ich habe einen Frosch im Hals wahrscheinlich. Was? Aber warum isst du Frösche? Hier, Frosch-LP. Jam, jam, jam. Es ist tatsächlich... Ich dachte, die würden halt irgendwie hier einfach so ein bisschen random auch wachsen. Die guten alten Sonnenblumen. Warte mal. Oh, da ist ein Creeper. Was? Wieso läuft mitten in der Stadt irgendein Creeper rum? Hier gibt es ein schwarzes Brett. Suche Gärtner für Hausdekoration. Bewerbung bitte in den Briefkasten. An alle Bürger. Achso, Kopfgeld. So, wir schnappen uns mal das Mana-Tablett. Und vor allem, was ich die ganze Folge gar nicht gemacht habe, was mir jetzt gerade erst auffällt und wofür mich die Hälfte der Zuschauer kreuzigen werden, dass ich die Dinger gar nicht aufgestellt habe, die Kokons. Das machen wir jetzt. Dann sehen wir auf jeden Fall im Livestream, was dabei rausgekommen ist. So, alles wieder zumachen. Da kommen bestimmt traumhafte Sachen bei raus. Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, dass wir uns ein wenig Bone Meal schnappen. Dann packen wir das hier vorne auf den Boden. Und dann kommt da im besten Falle eine schöne Margarite raus. So, komm her. 15 Paluten. Was los? Ich habe ein Schwert draus gemacht. Ein Schweineschwert. Ja, warte, dann muss ich, glaube ich, mal... Das hat den Effekt tasty. Nice. Ich mach mal mein Texture Pack raus, weil dann müsste man das Schweineschwert wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen besser sehen. Das ist einfach nur pink. Echt? Doch, verdammt. Jetzt hab ich aber schon das Texture Pack rausgemacht. Egal. Kriegen wir alles hin. Alles locker easy.
Stimmt, weil der Schweinebarren an sich sieht ja irgendwie mega cool aus. Ja. So, jetzt werden ein paar Margeriten gezüchtet. Keine Margerite? Keine Margerite? Wieso kommt hier keine Margerite raus? Da ist eine Margerite! Zack. Boah, das sieht immer so komplett anders aus. Ich hab einen Kopf. Ach, ich hab seinen Kopf! Ich hab ihn geköpft! Nice one. GG. So, liebe Margerite. Zack. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Das hieß ja Bosu. Ansonsten brauchen wir noch Mana Weave Cloth. So, dann gehen wir mal hier hin. Packen das mal weg. Nehmen uns zwei. Jawohl, jetzt können wir uns das Bosu-Bosu-Ding machen. So. Zack. Und dann Sonnenblume. Zwei Mana. Jawohl, da ist er, der Bosu-Bosu. Den werden wir direkt hier an die Ecke stellen. So. Bestmöglichst weiter drüben. Oder wir verstecken den bei denen. Ja, wartet. Also das Schwert macht scheinbar, dass entweder kannst du es essen, wenn du hungrig bist, oder es droppt Schinken, wenn du Gegner bekämpfst. Ich kann es nicht essen. Ich mach Rechtsklick. Also ich weiß nicht. Es steht halt so verschiedene Versionen da. Ach so. Also dann droppt es wahrscheinlich Schinken, wenn du Feinde bekämpfst. So, ich habe den Bosu-Bosu aufgestellt. Hi! Na, du kleine Fritz. Du bist hier ein Süßer. Wo steht Bosu-Bosu? Ich komme. Bosu-Bosu steht, da beim Witchwater. Beim Witchelwater. Also er dreht sich. Ich muss mal gucken, ob ich ihn irgendwie füttern muss. Hallo. Oh, das ist ja ein kleiner Fritz. Ja, genau. Clicking one with the... Ach so. Right-click one with the sunflower or tossing set. The flower will have the sun come back. Ah. Oh, guck mal hier. Attaching a redstone comparator to one of these allows it... For it to detect bad weather. Also bräuchte man noch so ein automatisches Ding. So, meine Damen und Herren, das Tor ist so gut wie fertig. Da klackt das jetzt so ein bisschen nach oben. Maudado, ich bin ein Ticken größer. Größer als das? Ja. Hey, du bist größer als ein Schwein? Was ist denn da los? ich weiß es auch nicht. Edgariana. Das ist Edgar Gate. Au! Ich hab irgendwie bekomme ich... Au! Was... Zombie? Ja? Hast du mich gerade beschossen? Nein. Okay, ich vertraue dir. Gott sei Dank hast du keine... Au! Waffe in der Hand. Oh, das Tor ist... Ist auf? Ja, so halb. Oh Gott, jetzt könntest du mich wahrscheinlich zerquetschen. Modado will dir einfach ein Zeichen geben, Paluten, du musst abnehmen. Oh Mann, Alter. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Vergesst auf gar keinen Fall, dass heute um 19 Uhr der Minecraft Sky Livestream ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei Zombie und Maudado vorbei. Und da können wir jetzt direkt durch das Gate durchgehen. Wuhu! Freedom! Und ja, wie gesagt, schaut bei denen vorbei, lasst eine Bewertung da. Habt noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Also, ciao, ciao. Es war noch nicht vorbei, Maudado. Ciao, ciao. Ich wollte sagen, um 19 Uhr kommt noch eine Folge, beziehungsweise ein Vlog aus dem UFO. Und ja, Ende Gelände. Ciao. Ciao, ciao, ciao.